Resident Evil. Hallo Freunde, wir sind zurück im gemütlichen Zuhause in irgendwo außerhalb von Raccoon City und wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben, mit Hin- und Herschieben von Items mit unserer tollen Truhe hier. Und, ja, ich glaube. Ah, dachte gerade schon, mein D-Pad spinnt irgendwie, aber. Okay. Wir laufen mit diesem ganzen Zeugs. Können eigentlich nochmal den. Willst du eigentlich noch den Kerosinbehälter? Oder eigentlich schon, sonst hätte ich ihn auch gleich da lassen können. Aber ich glaube, ich fülle den später woanders nach. Wagen wir uns erstmal hier rein. Da sehe ich doch gleich schon was Schönes auf dem Tisch liegen. Und ja, ein bisschen heruntergekommen, aber. Oh, da liegt auch noch was. Dolch, sehr schön. Ich glaube, hier können wir rein, oder? Jawohl. Was haben wir denn hier Schönes? Das Regal ist voll von hochprozentigem Alkohol. Aber bevor wir jetzt alle anfangen zu feiern, lasst euch gesagt sein, Alkoholtrinker haben kein Gehirn. Alkoholtrinker sind scheiße. Okay? Aber wie wir alle aus Statistiken wissen, Leute, die kein Alkohol trinken, haben meist... bekommen eine Geldstrafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstand. Ja, liebe Kinder, Alkohol ist nicht gut und Alkohol kann dazu führen, dass... ja, vergessen wir das erstmal. Tagebuch des Wärters, so. Gute Überleitung und ja. 9. Mai 98, Poker, Miss Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat, Miss Kerl. Ja. Man sollte ihn verprügeln, diesen alten Peller. Bleistiftanspitzer. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. Ist ein richtiges Festmahl, wa? Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Vielleicht hat da noch jemand anders mit Schwein gespielt. Ich habe immer gerechnet, dass sowas passiert. Die Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Ja, fleißige Arbeiter, ne? Könnte auch mein Personalchef sein. Egal. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. Blöde Fixer. Ging zur Krankenabteilung, mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. Ja, leg dich hin. Noch eine große Blase an meinem Fuß, Kara. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Ja, Kara hatte auch mal Blase am Fuß, wie in ihrem Tagebuch stand. Ja, egal. Vielleicht ist ihre Rache, weil sie schon 3 Tage nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Ja, er wird als Bowlingkugel verwendet. Es geht das Gerücht, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Wird's langsam eklig? Ich glaube, ein bisschen Platz nach oben haben wir noch. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab.
Was zum Henker ist hier los? Haben wir die Grenze erreicht? Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse. Hunde. Futter. Juckt. Juckt. Scott kam. Hässlich. Habe ihn gefressen. Lecker. Juckt lecker. Ich frage mich, was dieses Wackeln jetzt wohl im Schrank war. Oh mein Gott, es ist der Wärter. Stirb, stirb. Scheiße. Das ist nicht gut. Das Ganze nur für ein verdammtes Batteriepack. Scheiße. Oh nee, nee, nee. Oh, so eine verfickte Kotze, ey. Super, nur noch ein Dolch. Aber dreimal haben wir noch unseren Elektroschocker. Warum können die eigentlich den Dolch, den die den Zombies in den Kopf rammen, nicht wieder rausziehen? Und dann wieder mitnehmen? Da klebt dann wahrscheinlich das T-Virus dran. So. Hier kommen wir, glaube ich, wieder in diesen Hauptflur. Zumindest haben wir schon mal die Tür hier aufgeschlossen. Das heißt, dass wir jetzt auch von der anderen Seite immer schneller in diesen Raum kommen können. Nee, auf dich habe ich gerade mal keine Lust. Mein kleiner verwester Freund. Mein kleiner verwester Freundchen steht draußen am Balkon. Hollei, hollei, hollo. Jetzt kann ich eigentlich den Stein mal mitnehmen und dann auch einsetzen, denn der Ort, wo wir diesen Stein einsetzen müssen, ist eine Einbuchtung, die hier ganz in der Nähe ist. Soll ich das auch mitnehmen? Ja, nein, ja. Ich glaube schon. Scheiße, ich glaube, das. Nee, das war eine. Das war eine saubeschissene Idee, das jetzt mitzunehmen. Da mache ich mir jetzt wieder erstmal nur ein paar riesen Umwege. Denn in dem Raum, wo ich das gebrauchen könnte, ist eine Geheimtür, die ich jetzt, für die ich noch etwas brauche, was ich noch nicht habe. Okay. In diesem kleinen Raum sollten wir die Einbuchtung für den blauen Stein finden, wenn ich mich nicht irre. Und das tue ich eigentlich in diesem Fall, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich mich nicht selten irre. Das kommt schon mal öfter vor. Aber egal. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Also setzen wir das blaue Licht mal ein. Und was haben wir da? Schrotgewehrmunition. Das freut uns doch. Tierisch. Gigantisch. So gigantisch, dass wir jetzt. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Wahrscheinlich erstmal wäre es nützlich, wieder zur Ruhe zurückzugehen. Was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann? Eigentlich mal noch ein paar Türen erforschen, die ich mit dem Rüstungsschlüssel öffnen könnte, sollte. Hatte ich nicht noch mehr Gewehrmunition? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich echt nicht mehr? Okay.
Anscheinend nicht. Oder jemand hat sie mir gestohlen. Tja. So sieht's aus. Treibstoffkanister, wo. Ich glaube, da können wir erstmal ohne dieses Zeugs auskommen. Denn, glaube, ich gehe erstmal wieder auf die an in den anderen Flügel des Hauses und öffne da ein paar Türen mit meinem Rüstungsschlüssel. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ist vielleicht nicht der optimale Lösungsweg. Der optimale Lösungsweg. Wow! Ah. Der optimale Lösungsweg sagt mir wahrscheinlich einen Weg oder würde mir einen Weg sagen, wo ich nicht tausendmal durch die gleichen Räume laufen müsste. Sondern immer die passenden Items für jede Situation dabei hätte. Sonst ist ja auch nicht optimaler Lösungsweg, aber scheißegal. Genau, hier hinten, rechts in der Ecke, müsste noch eine Tür sein, in die wir jetzt rein können. Tatsache. Na dann wollen wir doch mal. Unerforschtes Gebiet.